Also echt, diese Griechen, die sonnen sich und gehen schwimmen. Mehr Geld fürs Nix tun, wo kommen wir denn dahin? Dieses faule Volk fordert nur und zahlt keine Steuern. Wird höchste Zeit, diesen Staat total zu erneuern. Die Schulden sind so hoch, Alarmstufe rot. Doch Gott sei Dank gibt's einen Retter in der Not. Einen echten Freund mit der perfekten Krisenstrategie. Money von Schämen. Wir sind voll sozial, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Mit unserem Rettungsschirm kann nichts mehr daneben gehen. Denn dafür müsst ihr spuren, das ist doch wohl klar. Bekehrt euch, denn das Ende der Welt ist nah. Alles Lügen, wir hätten vor, euch anzuketten. Und würden mit dem Geld nur private Banken retten. Wir sind die Guten, darauf könnt ihr euer Land verwetten. Wir sind doch Freunde, versucht es gar nicht anzuecken. Wer ist immer da, wenn man es braucht? Wer füllt es ein und badet es aus? Wer steht für alles ein, volle Garantie? Worum geht's immer bei voller Harmonie? Was war das nochmal? Bitte sag es doch mal wie. Auch wenn's so scheint, dass wir von eurer Krise profitieren, weil der Euro euch zu schwer ist und wir so mehr exportieren. Eure Schulden sich für uns durch Zinsen echt rentieren und wir dadurch billig Schulden machen können und diktieren. Wir machen das für euch, wir sind sogar so nett und nehmen auch den superreichen Griechen gar nichts weg. Sparen muss sein, doch für die Rüstung reicht schon irgendwie. Deutsche Waffen sind super gegen Menschenmassen. Im Endeffekt entlastet das auch die Rentenkassen. Unser Geld kommt zwar bei dem kleinen Mann nicht an, doch das ist eure Schuld, da feilen wir noch dran. Wir sind so hilfsbereit, so eine nette Nation. Und jetzt fordert ihr wirklich auch noch Reparation für so ein paar Nazi-Massaker? Ihr seid wirklich undankbar. Bekehrt euch, denn das Ende der Welt ist nah. Wer ist immer da, wenn man es braucht? Wer füllt es ein und badet es aus? Wer steht für alles, seid volle Garantie? Wer ist immer da und fehlt einfach nie? Worum geht's immer bei voller Harmonie? Was war das nochmal? Bitte sag es doch mal nie. Hey, jetzt mal ganz im Ernst, jetzt ist mir schon was schuldig. Ja, weißt ja, wie das ist, ne? In den Medien, ne? Wahrheit und so, ne? Mediendemokratie heißt ja in dem Fall, dass wir ja Politik machen, ja, und nicht erklären. Das musst du halt einfach mal lernen, Markus, ne? Also, da kommen. Ja, also immer schön einfache Antworten auf zu komplexe Fragen, ne? Kapiert schnell.